Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Stiftung Topographie des Terrors begrüße ich Sie herzlich zu dieser Abendveranstaltung im Livestream. Die Stiftung hat für den heutigen Abend gemeinsam eingeladen mit dem Berliner Verein Kontakte, der sich für einen engen Austausch im Geiste des Humanismus mit den Ländern der ehemaligen Sowjetunion einsetzt, und der Berliner Initiative Gedenkort für die Opfer der NS-Lebensraumpolitik. Das Thema des heutigen Abends ist ein besonderes. Wie hörte sich die Vernichtung eines Dorfes an? Erinnerungen von Überlebenden an die deutsche Vernichtungspolitik in Weißrussland. Es wird also um Hörerfahrungen von Überlebenden gehen. Als Referent begrüße ich herzlich Professor Dr. Christian Gerlach, der uns aus der Schweiz zugeschaltet ist. Ich begrüße ebenso herzlich hier vor Ort Dr. André Angrig. Er wird nach dem Vortrag noch im Gespräch mit Professor Gerlach sein. Die Veranstaltung wird dann gegen 20.15 Uhr enden. Schließlich begrüße ich als Mitveranstalter Dr. Frederic Bonseur, Vorstandsmitglied des Vereins Kontakte. Er wird gleich noch etwas dazu sagen, in welchem Kontext die heutige Veranstaltung steht. Ich möchte Ihnen nun kurz Dr. Angrig vorstellen. Er ist Historiker und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur. Herr Angrig hat zahlreiche Veröffentlichungen zu den NS-Verbrechen in den deutsch besetzten Ostgebieten vorgelegt. Zwei wichtige Publikationen seien genannt: der Band Besatzungspolitik und Massenmord, die Einsatzgruppe D in der südlichen Sowjetunion 1941 bis 1943, und sein zweibändiges Werk Aktion 1005, Spurenbeseitigung von NS-Massenverbrechen 1942 bis 1945, das 2018 erschienen ist. Abschließend weise ich noch auf die nächste Veranstaltung der Stiftung hin. In etwa 3 Wochen, am 25. Mai, gibt es eine Livestream-Veranstaltung im Rahmen der Reihe Im Gespräch mit Michael Wild. Dazu lade ich Sie jetzt schon ein. Und damit übergebe ich das Wort an Herrn Bonseur. Sehr geehrter Herr Professor Gerlach, sehr geehrter Herr Dr. Angrig, sehr geehrte Frau Dr. Buchholz, sehr geehrter Herr Damaros, sehr geehrte Damen und Herren, im Namen des Vereins Kontakte Kontakti und der Initiative für die Opfer der NS-Lebensraumpolitik begrüße ich Sie ganz herzlich und freue mich außerordentlich, dass wir nun die Vortragsreihe fortsetzen können, die wir im April letzten Jahres pandemiebedingt unterbrechen mussten. Die Reihe Verbrannte Dörfer im Osten Europas haben mein Kollege Florian Wieler und ich anlässlich des 75. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs bereits vor mehr als einem Jahr konzipiert. Unser Anliegen war und ist vor allem, an jene während Krieg und Besatzung begangene Verbrechen und ihre Opfer zu erinnern, die bisher keineswegs Teil des öffentlichen Bewusstseins sind. Der Fokus der Reihe liegt auf den Menschen aus den ländlichen Gebieten Osteuropas, die im Zusammenhang der mörderischen Widerstandsbekämpfung misshandelt, zur Zwangsarbeit verschleppt und ermordet wurden. Um diesen Teil nationalsozialistischer Vernichtungspolitik geschichtswissenschaftlich vergleichend zu erhellen, spannt die Vortragsreihe einen geografischen und chronologischen Bogen vom Beginn des Krieges 1939 in Polen bis zu den Rückzugsverbrechen 1944 in Südrussland und Ukraine.
Der Eröffnungsvortrag von Herrn Professor Lehnstedt mit dem Titel Krieg gegen die Dörfer, Bandenkampf in Polen konnte am 5. März letzten Jahres noch vor Publikum gehalten werden, bevor wir die Reihe aussetzen mussten. Es freut mich umso mehr, dass diese nun mit Ihrem Vortrag, Herr Professor Gerlach, fortgesetzt werden kann. Mein besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Topographie des Terrors und vor allem Dr. Erika Buchholz für die Organisation der heutigen Veranstaltung. Gestatten Sie mir noch ein paar kurze Worte. Am 22. Juni jährt sich der deutsche Überfall auf die Sowjetunion und damit auch auf die Sowjetrepublik Belarus zum 80. Mal. Während der deutschen Besatzungszeit wurden unter dem Vorwand der Partisanenbekämpfung mindestens 627 Ortschaften komplett zerstört und niedergebrannt. Das Gebiet Witebsk im Nordosten zählt zu den am meisten betroffenen Regionen des Landes. Etwa 80% aller Kriegsopfer im Gebiet kamen dort 1943 im Rahmen des von SS-Obergruppenführer Friedrich Jeckeln geleiteten Unternehmen Winterzauber ums Leben. Rund ein Viertel der etwa 10 Millionen zählenden Bevölkerung Belarus wurde umgebracht. Etwa 90% aller Opfer waren Zivilpersonen. Seit 2012 übermittelt unser Verein Contacto Contacti Überlebenden der deutschen Verbrechen in Belarus Geldspenden als Gesten der Anerkennung des erlittenen Unrechts, begleitet von einem Schreiben, in dem um Verzeihung gebeten wird. Im Gegenzug erreicht uns eine Vielzahl von Briefen, in denen uns die Menschen von ihren Erinnerungen an die deutsche Besatzungszeit berichten. 2017 bekamen wir einen solchen Brief von Alina Terentjevna, die damals in der Region Witebsk lebte und als Fünfjährige vom Einmarsch der Wehrmacht überrascht wurde. Das Schreiben ist voller Beschreibungen von Klängen. So berichtet sie, dass mit der Ankunft der deutschen Truppen, Zitat, die helle, ruhige Stille von den Explosionen der feindlichen Geschosse und dem jammervollen Klirren von zerberstendem Fensterglas gesprengt wurde, Zitat Ende, und vom ruhelosen, bedrohlichen Grollen der feindlichen Flugzeuge, die so tief fliegen, dass sie fast die Dächer unseres malerischen Dörfchens streiften, Zitat Ende. Des Weiteren schreibt sie vom Pfeifen der Kugeln, dem Lärm der Detonation, aber auch von der Stille, vom Flüstern als Dauerzustand der Kommunikation im Versteck vor den Deutschen, nachdem ihrer Familie und ihr die Flucht in den Wald gelungen war. In einer Erdhöhle verborgen, schaffte es die Familie so Krieg und Besatzungszeit zu überleben. Auch die Erinnerung an das Kriegsende, ihre Befreiung und die Rückkehr in ihr Dorf verbindet Alina gewissermaßen mit Klängen. Zitat. Und plötzlich Freudenschreie, die unseren kommen. Jetzt würden wir wieder zurück können, uns am Ofen wärmen. Aber o Barmherziger, unser geliebtes Dorf empfing uns mit den rauchenden Überresten unserer Häuser. Bis dahin hatte ich nicht geweint, aber da ein lauter Schrei und Tränen, die über meine schmutzigen Wangen liefen. Zitat Ende. Die Beschreibung von Klängen, die Verbindung der Ereignisse mit Sinneswahrnehmung lassen den Leserinnen und Lesern Alinas traumatische Kriegserlebnisse besonders eindrücklich erscheinen. Ihr Brief gibt zudem wichtige Auskünfte über den emotionalen Charakter der Gewalt, der sie mitsamt ihrer Familie während der Besatzungszeit ausgesetzt war. In der Geschichtswissenschaft ist die Klanggeschichte ein relativ junger, bisher eher marginal genutzter Zugang. Umso mehr freue ich mich darüber, von Ihnen, Professor Gerlach, nun mehr über diesen spannenden und wichtigen Forschungsansatz zu erfahren. Ebenso sehr freue ich mich natürlich auf Ihre Moderation, Herr Dr. Angrick, und das anschließende Gespräch. Haben Sie beide ganz herzlichen Dank. Damit übergebe ich Ihnen das Wort. Guten Tag.
Ich nehme an, dass ich jetzt den Vortrag starten soll, oder willst du noch was sagen, André? Ja. Also, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite. Bevor Christian Gerlach mit seinem Vortrag startet, möchte ich Sie ebenfalls begrüßen, freue mich, dass Sie bei uns sind und möchte kurz erläutern, warum auch Christian Gerlach äußerst kompetent für dieses Thema ist. Er ist ein ausgewiesener Historiker, hat in Berlin beim Nestor der Holocaust-Forschung Wolfgang Schäffler studiert, ebenso bei Reinhard Rürup, dort promoviert, ich komme gleich darauf, hat eine weite akademische Karriere hinter sich gebracht, über Freiburg nach Maryland, dann nach Singapur, nach Pittsburgh, bis er schließlich jetzt die Professur, den Lehrstuhl für Zeitgeschichte in globaler Perspektive an der Universität Bern innehat. Diese geografischen Stationen sind gleichzeitig Indikatoren dafür, dass Christian Gerlach häufig eine komparatistische, eine geweitete Perspektive verfolgt, einen geopolitischen Ansatz sich zu eigen gemacht hat, dabei ein Vertreter starker Thesen ist, jedoch anders als bei anderen Kollegen und Kolleginnen, denen das auch zu eigen ist, er gleichzeitig die fundamentale Empirie, die diese Thesen belegen, mit sich bringt. Und eben auch jetzt diesen neuen Ansatz einer Klanggeschichte anhand eines Themas, wo er sich besonders gut auskennt, nämlich der Besatzungs- und Vernichtungspolitik in Weißrussland, mit einem neuen Zugang für uns jetzt gleich darlegen wird. In diesem Zusammenhang sei gesagt, dass seine Dissertation Kalkulierte Mordi, deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weißrussland, mittlerweile in der 4. Auflage erschienen ist und nun, was Sie sicherlich auch erfreuen wird, in absehbarer Zeit auf Belarussisch erscheinen wird. Dies flankierend, ja, würde ich jetzt anregen, auch die Zeit, damit wir die Zeit nutzen können, dass jetzt Christian Gerlach mit seinem Vortrag beginnt und wir danach in eine möglichst anregende und gehaltvolle Diskussion einsteigen. Bitte sehr, Christian. Ja, vielen Dank. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich eben vorgeprescht bin, André. Ich bedanke mich für die Einleitung und auch für die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen. Ich war etwas erstaunt, als ich erfahren habe, dass eine Diskussion technisch nicht vorgesehen ist hier. Aber, meine Damen und Herren, wir können versuchen, das System zu überlisten. Wir könnten eine Diskussion ansatzweise auf folgende Weise führen, indem Sie mir am Ende des Vortrags in relativ kurzer Zeit danach eine E-Mail schreiben auf eine Adresse, die gleich eingeblendet wird. Da ist sie. Und ich würde dann Ihre E-Mail für alle verlesen und versuchen, dazu Stellung zu nehmen. Das ist vor allem gedacht für die Leute, die jetzt hier, für die Live-Hörer dieses Vortrags und vor allem gedacht dafür, noch in der sozusagen Sendezeit die Fragen beantworten zu können. Ja, und wenn wir schon von Diskussionen sprechen, ich komme von der Universität Bern, aber meine Ansichten und Erkenntnisse sind nicht die der Universität Bern, sondern meine eigenen. Gut, in diesem Vortrag geht es darum, neue Erkenntnisse über die deutsche Vernichtung belarussischer Dörfer mitsamt ihrer Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg durch die Frage zu gewinnen, wie das klang. Ein hartes Thema. Dieser Vortrag wird leider kein Vergnügen. Bei der deutschen Partisanenbekämpfung in Belarus oder Weißrussland wurden nach meinen Befunden etwa 340.000 Personen getötet, darunter 85-90% unbewaffnete Zivilistinnen und Zivilisten. Viele andere wurden zur Zwangsarbeit entführt, vertrieben oder in Lagern interniert. Seit 1942 waren diese kollektiven Gewaltmaßnahmen vor allem in Form sogenannter Großoperationen organisiert. Dabei wurden Dörfer in der Nähe von Aktionsgebieten von Partisanen umstellt und vernichtet. Ab 1943 bis hin zur Entvölkerung ganzer Landkreise. Oft töteten die Deutschen und teilweise deren einheimische Helfer dabei alle männlichen Einwohner.
oder alle, einschließlich Frauen und Kindern, oder den Teil der Bevölkerung, der für Zwangsarbeit nicht zu gebrauchen schien, wie zum Beispiel alte Leute und Mütter mit Kleinkindern. Die Menschen wurden erschossen, manchmal gruppenweise an vorbereiteten Gruben, öfter einfach in ihren Häusern oder davor, oder in große Gebäude wie eine Scheune gesperrt und lebendig verbrannt. Hinterher brannten die Deutschen meist alle Gebäude eines Dorfes ab. In Weißrussland wurden so über 600 Dörfer vernichtet und annähernd 200 zur Wüstung, das heißt auch nach Kriegsende nicht wieder besiedelt. Mangels genug Überlebenden. Ist ein öffentlicher Vortrag, trotzdem ein Wort zur Methode. Sie fragen sich vielleicht, wozu denn Klanggeschichte? Oder in Berlin auch kurz, was sollen ditte? Kurz gesagt, kann die Rekonstruktion von Klängen nicht nur über akustische Dinge Auskunft geben, sondern auch über Machthierarchien, gesellschaftliche Ordnung, Beziehungen, Alltagsleben, Konflikte, Gewalt, kollektives Handeln, Geschlechterbeziehungen, das Funktionieren von Familien, kulturelle und religiöse Praxis, Emotionen und vieles mehr. Informationen über Klänge sind wie eine verborgene, reichhaltige Sinnschicht. Statt mich auf Musik und reproduzierte Klänge zu konzentrieren, geht es mir um die ganze Bandbreite dessen, was damals gehört wurde. Meine Materialgrundlage sind schriftliche Texte, nicht Tonaufnahmen. Etwa 160 Aussagen von Überlebenden, mehrheitlich Frauen, um 1970 herum von drei belarussischen Schriftstellern in allen Gegenden dieser sowjetischen Teilrepublik durch Interviews gewonnen und später in einer literarischen Dokumentation veröffentlicht. Diese Schriftsteller waren Ales Adamovic, Janka Bdyl und Wladimir Kolesnik. Die Authentizität dieser Aussagen steht außer Frage. Wenn sie auch einige Probleme aufwerfen, durch mögliche Verzerrungen bei Wahrnehmung, Erinnerung und durch sprachliche Formulierung sowie Übersetzung, können wir gern hinterher noch diskutieren. Wegen dieser Unschärfen zitiere ich nur selten und gehe wenig auf konkrete Begriffe ein, die in einzelnen Aussagen vorkommen. Stattdessen versuche ich, Muster zu identifizieren, die in vielen Aussagen vorkommen, und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Im Folgenden werde ich zunächst versuchen, die Grunderzählung der Überlebenden über ihre Erfahrungen herauszuarbeiten und dann das Auftreten der Täter zu beschreiben. Was diese Erkenntnisse in einem weiteren Sinne zu sagen haben, versuche ich dann in zwei weiteren Schritten einzuordnen. Erst mit Blick auf die Klanggeschichte anderer Fälle von Massengewalt und dann durch den Vergleich der Darstellung dieser Überlebenden mit anderen bekannten Narrativen zur Partisanenbekämpfung in Weißrussland. Da gibt es verschiedene. Die Aussagen, auf die ich mich hier beziehe, wie auch viele Kommentare der Kompilatoren dieser Schriftsteller, die das Material gesammelt haben, sind nämlich von einem besonderen Narrativ gekennzeichnet. Praktisch nichts daran ist heroisch. Es sind Erzählungen des Leidens, des Verlusts, der Trauer, auch der Selbstvorwürfe. Vielfach unterschätzt hatte dieses tragische Narrativ in der sowjetischen Zeit neben dem heroischen oder Siegesnarrativ großen Einfluss auf das Bild vom Zweiten Weltkrieg. Ich komme aus einem brennenden Dorf, auf Englisch der Titel Out of the Fire, ist ein langes Buch, in dem ausschließlich Personen zu Wort kommen, die unter Beschuss aus überfallenen Dörfern davonliefen, aus brennenden Gebäuden krochen, unter Leichenbergen hervorkrabbelten oder sonst wie entkamen. Sie erzählen von ihren eigenen Wunden, vor allem aber von der Ermordung und vom qualvollen Sterben ihrer Familienangehörigen, Nachbarinnen und Nachbarn. So furchtbar ist das Buch, so negativ auch das Bild der Deutschen darin, dass Bemühungen, es in der DDR auf Deutsch zu veröffentlichen, scheitern. Die zitierten Überlebenden sprachen bezüglich der Täter in der Regel auch kaum gemäß der damaligen sowjetischen Sprachregelung von Faschisten, sondern meist von Deutschen.
Die Vernichtung eines Dorfes war sehr laut. Die Aussagen sind voller Informationen über Klänge und Geräusche. Viele Überlebende erzählen sehr szenisch und imitierten in ihren Erzählungen damals gehörte Laute. Manche sprachen vom Lärm um sie herum. Zu den am häufigsten erwähnten Geräuschen gehören Schüsse und Schreie. Schüsse sind in den Erinnerungen fast allgegenwärtig. Überlebende schauderten teilweise, als sie davon erzählten. Zum Teil orientierten sich Dorfbewohner während der Kriegszeit daran, aus welcher Richtung und Entfernung Schüsse kamen und erklärten sich daraus das unübersichtliche Geschehen. Eine Reihe von Personen beschrieben das Pfeifen der Kugeln um sie herum, was betonte, wie nah sie selbst der Vernichtung kamen, aber auch, wie dicht der Beschuss war. Andere imitierten den Knall von Schüssen in ihrer Erzählung, die sie selbst oder andere trafen. Zumeist erfolgten diese Schüsse aus Nahdistanz, teilweise abgefeuert von Deutschen, die einzeln oder zu zweit ein Bauernhaus betraten und einfach losfeuerten. Dieses Vorgehen in kleinen Gruppen zeigt, dass diese Soldaten, SS-Männer oder Polizisten viel Handlungsfreiheit hatten. Das Morden erscheint brutal und direkt, wenn man hinhört. Manchmal wurden Getroffene durch den Knall der Schüsse vorübergehend halb taub oder hörten hinterher ein Dauergeräusch, ein Klingeln oder so. Daneben herrschen Klänge des Leidens in den Aussagen vor. Sehr viele Kinder und Erwachsene, Frauen und Männer schrien vor Angst oder Schmerz. Erzählt werden immer wieder die Qualen und letzten Sekunden im Leben von Familienmitgliedern oder Nachbarinnen und Nachbarn. Und immer wieder von Kindern, die erschossen wurden oder im Feuer starben. Diese Beschreibung fiel hinterher schwer und wurde mit verschiedenen Worten versucht, wie in der Aussage von Tekla Jakovlevna Kruglova aus Kvojna, ich zitiere: Ich liege und liege und diese Menschen kreischen und heulen und die Hunde bellen. Sie verbrannten, verstehen Sie? Oh, in verschiedenen Stimmen. Es war unerträglich. Da, ich habe wieder überall zu zittern begonnen. Die Menschen schrien in verschiedenen Stimmen. Das war im Clubhaus. Ende des Zitats. Menschen, die unter anderen Erschossenen in Erschießungsgruben lagen, stöhnten, fiepten oder riefen den Aussagen zufolge um Hilfe. Das Röcheln Sterbender wurde oft erwähnt. Manchmal geht es auch um die Schreie Gefolterter. Seltener sind die Entsetzensschreie Überlebender angesichts der Toten, die sie fanden. Weinen und Trauern über die Ermordeten kommt in vielen Aussagen vor. Sogar Trauer und Schmerz in der Tierwelt kommen in der Aussage von Sofia Pimenovna Skirmand zur Sprache, die die Laute von Störchen wiederzugeben versuchte im Interview, die nach einem deutschen Brandbombenangriff auf das Dorf Spischin dorthin zurückkehrten und ihre Nester mit den Jungen brennend vorfanden. Vielfach wird auch ganz unheroisch berichtet, dass Dorfbewohner während der deutschen Gewaltaktionen oder auf der Flucht laut losweinten. Diese Erzählungen beziehen sich oft auf Kinder, manchmal aber auch auf Frauen und Männer. In vielen Fällen flehten Menschen um ihr Leben, in der Regel vergeblich. Was dagegen in den Aussagen mit einer Ausnahme fehlt, ist Beten. Weinen und Schreie kontrastieren mit Aufforderungen damals an Kinder, still zu sein, auch noch kurz bevor die Schüsse der Deutschen sie trafen oder sogar danach, als sie klagten, dass es weh tat. Vereinzelt richteten sich solche Aufforderungen zur Stille auch an Erwachsene. Nach dem großen Morden war es lebenswichtig, keinen Laut zu geben, denn die Deutschen und ihre Helfer suchten nach Versteckten oder nur Verwundeten, um sie zu erschießen. Kinder wurden daher zur Stille ermahnt, vereinzelt auch geknebelt. Ein Zweijähriger wurde dazu hochgehalten, um ihm das Morden am Fenster zu zeigen und ihm zu drohen, was passieren würde, wenn er nicht still wäre, worauf er tatsächlich geschwiegen haben soll. Wer wie tot dalag oder im Versteck saß, horchte auf Schritte. Die Mörder lauschten genau und hartnäckig, ob noch jemand atmete. So kam es auch zur Bitte eines Jugendlichen damals, Mikas Nikolajewitsch Verkovodka,
Zitat, Mama nicht atmen. Ende des Zitats. Dieses Bemühen, nördlich kein Lebenszeichen mehr zu geben, lief letztlich auf eine Negierung des Lebens hinaus. Und eine ganze Reihe von Überlebenden schliefen dabei ein oder fielen in eine Art Ohnmacht. Soweit zum Agieren und Erleben der Opfer, nun zu den Mördern. Neben ständigem Schusswaffengebrauch fielen die Deutschen in den betroffenen Dörfern besonders durch ihr Gebrüll auf. Meist handelte es sich um Befehle oder Beschimpfungen. Das widerlegt ein Standardargument deutscher Täter nach dem Krieg. Widerstrebende Täter brüllen nicht. Wer schreit, ist engagiert bei der Sache und investiert körperliche Energie. Brüllen strengt an. Freilich ging es bei vielen Rufen auch darum, dass deutsche wegrennenden Einwohnerinnen oder Einwohnern zuriefen, sie sollten stehen bleiben. Offensichtlich in der Absicht, die Betreffenden umso einfacher töten zu können und nicht etwa, dass sie nur wegen des Weglaufens beschossen wurden. Oft schienen die beschriebenen Deutschen ärgerlich, ungehalten, dass ihnen ihre Opfer Mühe bereiteten. Mit den Rufen wollten sie ihre Art von Ordnung durchsetzen. Neben vielen schlecht gelaunten Mördern gab es auch einige, die ihrer guten Stimmung hörbar Ausdruck verliehen. Einige lachten, andere pfiffen kurz nach dem Morden und namentlich beim Abbrennen von Gebäuden, eigentlich einem Teil des Tötens. Sie pfiffen vor sich hin, summten oder spielten Harmonika, offenbare Zeichen der Entspannung, oder klatschten in die Hände. Auch in solchem Handeln lag Verachtung. Nadeja Alexandrovna Nagljoi aus Krasnaja Storonka, Rajon Slutsk, wurde von Deutschen einfach ausgelacht, als sie um das Leben ihrer Kinder bat. Kurz darauf erschossen sie sie. In vielen Situationen aber erschienen Deutsche offenbar lediglich wortlos, plünderten oder schossen um sich, ohne zu reden, zum Beispiel, wenn sie ein Bauernhaus betraten. Das fiel manchen den Überlebenden auf. Ein Zitat, sie umstellten das Dorf ohne ein Wort, hatten das alles sozusagen im Stillen, sagte Andrei Pilipowitsch Perepetschin, während Mikolai Pavlovich Branowitzki sich erinnerte, ein Deutscher rief einfach nur raus. Ende dieses Zitats. Man muss auf diese Wortlosigkeit erstmal kommen, aber dann ist sie bemerkenswert. Dieser mörderische Professionalismus, ob kalt oder heißblütig, kam auch in einer Szene vom 14. Mai 1943 zum Ausdruck bei der Vernichtung von Pervomaisk Rajon Retschica. Die Wolga Fominichna Gajdasch wiedergab. Ich zitiere. Und meine jüngere Tochter, 4 Jahre war sie alt, sagte zu den Deutschen, liebe Herren, nehmt mich nicht zusammen mit Großmutter mit. Ich singe euch ein Lied vor. Das heißt, ich werde Gurken säen. Sie sang das für sie auf dem Fensterbrett stehend und sie nahmen sie mit und erschossen sie. Ende des Zitats. Manche von Ihnen kennen vielleicht den sowjetischen Spielfilm Komm und Sieh oder auch bekannt unter dem Titel Geh und Sieh von 1985, bekannt für eine lange Vernichtungsszene in einem Dorf. In diesem Film spielt Klangtechnik eine große Rolle. Dort werden Dorfbewohner und Bewohnerinnen per Lautsprecher zusammengerufen und mittels eines Grammophons beschallt. Dagegen erwähnen die Aussagen im hier zugrunde gelegten Band nur ganz vereinzelt den Einsatz von Klangtechnik. Darunter je einmal ein lautgestelltes Radiogerät zum Übertönen der Gewalt, eine Sirene und ein Trompetensignal, einmal auch ein deutsches Funkgerät. Wenn Deutsche brüllten, hing das auch damit zusammen, dass ihnen offensichtlich kaum Tonverstärkungsmittel zur Verfügung standen, wie zum Beispiel Lautsprecher oder Megafone. Es war Low-Tech. Viel häufiger erwähnt ist Technikeinsatz in Form von Fahrzeugen, Lastwagen, Personenwagen, unspezifizierte Kraftfahrzeuge, auch Motorräder. Es handelte sich um mobile deutsche Einheiten. Selten kommt daneben ein Panzerzug oder ein Flugzeug vor. Einmal drehten Deutsche offenbar einen Film während des Einsatzes, für den Dörfler mit erhobenen Händen posieren mussten. Abschließend noch,
zur zentralen Rolle des Feuers in den Aussagen. Wer nur verwundet, gar nicht getroffen oder versteckt war, für den oder die war das Anzünden aller Gebäude eine existenzielle Bedrohung. Entsprechend gibt es auch Erinnerungen, die auf die Geräusche eingehen, die das Feuer macht, meist ein Knacken oder Summen. Das Anzünden der Dörfer diente weniger dem Lustgewinn deutscher Beteiligter, als dazu, dass sich am Ort niemand mehr ansiedeln konnte und Partisanen keine Infrastruktur nutzen konnten. Das Abbrennen diente auch dazu, die Partisanen durch die Entvölkerung indirekt zu schädigen, um ihnen Informations- und Rekrutierungsbasis und politischen Einfluss zu nehmen. Alle verwundeten oder versteckten Einwohner sollten durch das Feuer systematisch ermordet werden. Dementsprechend ist das Brennen in den Erzählungen nahezu allgegenwärtig. Und das hat auch zu dem Titel des Buches geführt. Nun noch zur Einordnung dieser Befunde. Dazu vergleiche ich sie ja zunächst mit Erkenntnissen, die ich mit klanggeschichtlichen Untersuchungen anderer Fälle von Massengewalt gewonnen habe. Diese anderen Fälle sind der Mord an den Juden im Zweiten Weltkrieg, die US-Atombombenangriffe auf Hiroshima und Nagasaki 1945, die blutige Verfolgung vermeintlicher oder tatsächlicher Kommunisten und Kommunistinnen in Indonesien 1965 und danach, ein Massaker der pakistanischen Armee an Einwohnern und Flüchtlingen in einem Dorf in Ostpakistan im Mai 1971. Das war während der versuchten Niederschlagung der bangladeschischen Unabhängigkeitsbewegung. Und die Massenmorde in Ruanda 1994. Also nochmal, Judenverfolgung, Japan, Indonesien, Ostpakistan, Ruanda. Die Grundlage bildet jedes Mal eine große Zahl an Überlebendenaussagen. Schriftlich. Methodisch geht es hier um einen sogenannten individualisierenden Vergleich. Das heißt, ich will Besonderheiten der deutschen Dorfvernichtung in Weißrussland durch Vergleich feststellen. In zweiter Linie übergreifende Tendenzen. Und da ergibt sich nun, in allen Fällen legten die Überlebenden tragische Leidenserzählungen vor. Im indonesischen Fall gemischt mit einem Narrativ der Ungerechtigkeit. Verfolgung war nirgends leise. Schreien und Weinen der Heimgesuchten sind auch in den Erzählungen über die Judenverfolgung Hiroshima und Nagasaki, Ostpakistan und Ruanda häufig. Weniger allerdings zu Indonesien. Die Forderung nach Stille, um der Suche der Mörder nach Überlebenden zu entgehen, findet sich bezüglich der Judenverfolgung Ostpakistan und Ruanda. Beten und religiöse Gesänge dagegen angesichts des Todes, des erwarteten eigenen Todes oder von Verwandten, sind insgesamt selten erwähnt, obwohl die Verfolgung, die ich erwähnt habe, teils im ländlichen Kontext geschah. Bei der Judenverfolgung kommen also diese religiösen Gesänge oder Beten teilweise vor, in Hiroshima und Nagasaki und Ruanda wenig, in Indonesien und Ostpakistan, wie in Belarus, praktisch gar nicht. Was das Handeln Verfolgter angeht, ergeben sich also Variationen zum Fall Weißrussland, aber keine grundlegenden Unterschiede. Anders bei den an der Verfolgung Beteiligten. Während deutsche Täter bei der Judenverfolgung ihre Opfer noch häufiger als bei der Partisanenbekämpfung anbrüllten, beschimpften und laut herumkommandierten, ähnlich in Indonesien, auch was laute Umstehende angeht, anging, johlende Umstehende, sprachen die Mörder im ostpakistanischen Ort Chaknagar fast überhaupt nicht. Schimpften und riefen kaum, erklärten nichts, sie schossen nur. So dem elitär-professionellen Gehabe ihrer Armee folgend. In Ruanda dagegen herrschte unter den Mördern vielfach eine karnevaleske Atmosphäre. Sie zogen mit Gesang los, lärmten, um einzuschüchtern und erfreuten sich hinterher bei Grillabenden. Auch die Rolle der Technologie war sehr verschieden. Lautsprecher und Megafone fehlen auch in den Erzählungen überlebender Juden, die von den Deutschen verfolgt wurden, fast völlig. Wie in den übrigen Fällen. Die vergleichende Genozidforschung betont stark Ideologie, daher Propaganda und daher die Wichtigkeit von Massenmedien.
Fernsehen spielte in den überlebenden Erzählungen sowieso keine Rolle. Aber auch das Radio als Hetzmedium wird von den Überlebenden nicht oder kaum erwähnt. Einschließlich bezüglich der Judenverfolgung, wie auch bei der Partisanenbekämpfung in Weißrussland. Modern in diesem Sinne, also es ist viel von Radio die Rede, war nur eine Ausnahme, Ruanda. Dort tauchen übrigens auch von Mördern erbeutete, laut dudelnde, tragbare Radiokassettengeräte öfters auf, in Berlin auch Ghetto-Blaster genannt. Mit Ausnahme der US-amerikanischen Atombombenabwürfe war das Töten laut den Erzählungen sonst kaum mediatisiert, anonym oder distanziert, wie modernem Massenmord oft zugeschrieben wird. Vielmehr betont das Gros der Erzählungen, ob zu Ruanda, Indonesien, Ostpakistan und auch zur Judenverfolgung, direkte Konfrontation und direkte rohe Gewalt, ähnlich wie in den Dörfern Weißrusslands. Auch in den Berichten überlebender Juden werden immer wieder Schüsse erwähnt, zum Beispiel auch in den Berichten polnischer Juden. Deutsche Täter bei Dorfvernichtungen wie Judenverfolgung erscheinen dabei ähnlich dürftig ausgerüstet wie Täter aus anderen Ländern, waren aber dem Stimmbild nach mindestens so engagiert bei der Sache wie andere. Und dann noch zum Narrativ. In Forschungsliteratur und Öffentlichkeit herrschen drei Deutungen der Partisanenbekämpfung bzw. des Partisanenkampfes im deutsch besetzten Sowjet-Belarus vor. Erstens war und ist in offiziellen sowjetischen und postsowjetischen Geschichtsdarstellungen das heroische Narrativ sehr einflussreich. Es betont den heldenhaften Kampf der sowjetischen Partisanen und womöglich Bevölkerung gegen die deutsche Besatzungsmacht als Rettung vor einer als weitgehend wahllos dargestellten deutschen Vernichtungspolitik, deren Charakter als faschistisch gekennzeichnet wird. Da den Partisanen ein Anteil an der deutschen Niederlage zugeschrieben wird, ist das teilweise auch ein Siegesnarrativ. Also heroisches oder Siegesnarrativ. Zweitens gibt es in Teilen der Forschung ein orgiastisches Narrativ. Es betont Sadismus und Grausamkeit des deutschen Vorgehens, die Lust an der Vernichtung und die Eigeninitiative deutscher SS-Leute, Polizisten und Soldaten, auch unterer Ränge. Diese Deutung dürfte nicht zuletzt auch von der drastischen Darstellung im schon erwähnten sowjetischen Spielfilm Kommen und Sie inspiriert worden sein. Dessen Drehbuch verfasste übrigens Ales Adamowitsch, seinerseits einer der Autoren und Kompilatoren des Buches, das die Materialgrundlage meines Aufsatzes, meines Vortrages darstellt. Die dritte Deutung betont die strategische Funktionalität groß angelegter Massenmorde an Zivilisten bei der deutschen Partisanenbekämpfung. Das sollte der Guerilla Unterkunft, Nahrung, Information, Rekrutierungsbasis und politische Unterstützung unter der ländlichen Zivilbevölkerung nehmen. War also eine zielgerichtete Vernichtung von Zivilistinnen und Zivilisten nach dieser Version. Vernichtungsaktionen hätten sich auf bestimmte Gebiete konzentriert, die deutscherseits nicht mehr kontrolliert und ausgebeutet werden konnten und seien damit auch wirtschaftlichen Logiken gefolgt, wie auch durch die Kombination mit der Massenrekrutierung zur Zwangsarbeit. Die Taktik sogenannter Großoperationen zur Partisanenbekämpfung habe den Tätern wegen der notwendigen Koordination zwischen verschiedenen Einheiten und der Festlegung geografischer sogenannter Tagesziele, die man erreichen musste, nur begrenzt Zeit gelassen für das Ausleben von Sadismus. Die hier behandelten überlebenden Aussagen über die Dorfvernichtungen in Belarus enthalten, wie angedeutet, ein anderes Narrativ. Es sind tragische Erzählungen des Leidens, des Schmerzes und des Verlusts. Diese Erinnerungen belegen sicher einiges an individueller Initiative. Aber nur selten sadistische Eskapaden einzelner Deutscher, Gewaltorgien oder Spaß. Vielmehr zeigen die Aussagen über Klänge die ganze Brutalität des Mordens an sich, die Folgen von Schuss- und Brandwunden und die Angst, die die Mörder
verbreiteten. Die Geräusche verweisen darauf, dass die Massenvernichtung systemisch, routinemäßig, in sich grausam war, auch ohne Folterexzesse. Das Morden erscheint, wie gesagt, direkt aus Nahdistanz und wenig mediatisiert und technisiert, außer durch Schusswaffen. Wer zuhört, erkennt, dass diese deutschen Männer erbarmungslos ihr Programm durchzogen. Und der Charakter der Erzählung deutet auch darauf hin, dass es in den Augen und Ohren der Überlebenden, die oft ein Leben lang unter Verlust, Erinnerung und Perspektivlosigkeit litten, eben keine heroische Antwort auf diese Gewalt gab. Soweit dieser Vortrag. Ja, danke Christian für diesen beeindruckenden und ich darf auch, ich glaube, ich spreche da auch für andere, berührenden Vortrag. In der Zeit, in der hoffentlich jetzt über deine E-Mail-Adresse Anfragen eingetroffen sind oder noch eintreffen, erlaube ich mir, als Opening die erste zu stellen. Und zwar geht es um das Trauma. Aus meiner eigenen Forschung im Zusammenhang mit dem Sonderkommando 1005 hat einer der dort Überlebenden einmal ausgesagt, also einer derjenigen, der die Leichen verbrennen musste, dass seitdem er, als er in Israel lebte, wann immer er den Geruch gegrillten Fleisches ihm in die Nase gekommen ist, hatte er Würgereize bekommen, weil das Getane und Erlebte immer wieder aufgekommen ist. Gibt es Aussagen, gibt es Untersuchungen, inwiefern die das traumatische oder die massenhaft traumatischen Erlebnisse gerade bei den jetzt noch, bei den damalig jüngeren und jetzt noch also älteren im Greisenalter stehenden Menschen sozusagen, wann die sich Bahn gebrochen haben, weil sie ja gerade in ihren Leiden eben ein Kontrapunkt oder eigentlich ein Tabu in der sowjetischen Gesellschaft gewesen sein mussten, da sie ja dem heroischen Erzählstrang widerstrebten. Sozusagen also etwas, eine erkrankte Gesellschaft, deren Einzelne umsorgt werden müssen, was aber gleichzeitig ein Indiz dafür gewesen ist, dass der heldenhafte Partisanenkampf, wie er im Narrativ vorherrschte, eine Unzahl an Opfern gefordert hat. Kannst du uns dazu etwas sagen? Ja, vielen Dank für die Frage. Erst einmal noch einmal das Angebot. Sie können Fragen stellen über E-Mail, die würde ich dann vorlesen und versuchen zu beantworten, oder Kommentare, darauf könnte ich eingehen. Die E-Mail-Adresse ist eingeblendet. Vielen Dank für die Frage, André. Es gibt bei diesen Aussagen relativ wenige Punkte, sozusagen anhand einer Wiederbelegung von Sinneswahrnehmungen Trauma sich widerspiegelt. Man muss dazu aber sagen, die Interviews, die dem Buch zugrunde lagen, die Aussagen wurden meistens an dem Ort gemacht, wo die Vernichtung stattgefunden hatte. Das heißt, man war in der gleichen Umgebung. Die Leute haben während der Interviews zum Teil verwiesen, mit der Hand gezeigt, das war dort drüben oder das Gebäude steht nicht mehr da und dergleichen. Es war eine andere Situation als bei Aussagen, wo man weit entfernt ist in Zeit und Ort. Dennoch haben die sowjetischen Schriftsteller darauf verwiesen, dass sie den Eindruck hatten, etliche von den Befragten seien irgendwann während des Interviews, Zitat aus dem Gedächtnis, wieder da gewesen. Hätten also so etwas gehabt, was Lawrence Langer in Bezug auf die Judenverfolgung Deep Memory nannte. Es gibt es auch aus dem Lusier-Projekt, dem deutschen Projekt über die NS-Zeit, Oral History Projekt aus den 1980er Jahren, ähnliche Beobachtungen bzw. Interpretationen des Verhaltens Überlebender. Aus dem
aus Aussagen von überlebenden Juden weiß ich, dass da wurde vereinzelt darauf verwiesen, dass die Person, die jetzt berichtete, keine lauten Worte, lautes Sprechen nicht ertragen könne und dann unwillkürlich den Platz verlasse oder den Kopf einziehe und dergleichen. Das haben Personen auch kurz nach dem Krieg, also ein, zwei Jahre nach der Befreiung, berichtet. Auf den Trauma-Begriff möchte ich lieber nicht eingehen. So, ich schaue mal jetzt nochmal in mein E-Mail. Noch ist da nichts eingetroffen. Na, dann nutze ich die Gelegenheit zu der nächsten Frage. Du triffst ja und hast ja in deinem Vortrag Aussagen auch über die Täter getroffen, über ihr martialisches Gebaren, ihr gruppenkollektives Agieren. Ich würde fragen, assoziativ habe ich gedacht, dass das Schreien, wenn es eben nicht dazu diente oder nicht gerade dazu diente und auch mangels technischer Verstärker, war das Schreien, das Brüllen auch ein Ausdruck von Stress? Waren die Mörder gestresst oder sahen sie doch so professionalisiert, dass das Schreien eine reine Zweckmäßigkeit verfolgte? Oder lass es mich nochmal an einen anderen Punkt ausführen. Es gibt vom Jugoslawienfeldzug 1941 einen Bericht eines Offiziers, der über seine Truppe die Exekution durchgeführt hat, einen Bericht angefertigt hat, dass die Schützen, die Täter im Moment des Schießens funktionierten, weil sie auch in Aktion waren, dass sich die Reflexion über das eigene Tun erst in der Ruhe im Quartier einstellte. Ich will also sagen, kann man auch deine These sozusagen über das brutale Gruppenagieren und die dann nicht kollektive, sondern auch individuelle Schuld aus der Situation heraus beurteilen? Oder ist es auch möglich, wenn die Tat begangen ist, einen individuellen Kontrapunkt zu setzen, dass sozusagen die Täter in ihrer Psyche, in ihren Agieren oder von mir selbst in ihrer Schuldbelastetheit dann doch vielleicht individueller waren und einige etwas wie Scham, Schande und eben auch Schuld gespürt haben könnten? Ja, ich muss jetzt ausgehen von dem Klangbild. Mhm. Das gibt Rückschlüsse auf Stress bei den Deutschen kaum her. Sowas in dem Zusammenhang, in dem das stand, hätte ja unter anderem wohl bedeutet, dass Deutsche zum Beispiel Angst gehabt hätten, dass jetzt ein Partisanenüberfall stattfinden könne. Darauf ergeben sich keine Hinweise. Und auch sonst wirkt es eher routiniert. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das martialisch nennen würde. Das Brüllen war teils funktional und ersetzte sozusagen Klangtechnik, die nicht da war. Aber es diente auch der Einschüchterung. Und es war auch ein Dominanzverhalten. Das sozusagen klanglich die Situation auch ein Stück weit beherrschen sollte. Ja? Und das wirkte manchmal vermutlich auch so, ich beziehe mich da auf eine Aussage wieder zur deutschen Judenverfolgung, wo eine Überlebende, die damals ein 8-jähriges Mädchen war, berichtete, dass sie und ihr Vater im Versteck lagen. Und die Deutschen schossen um sich und trafen den Vater im Bein. Da gaben sie sich noch nicht zu erkennen, die Versteckten. Aber als die Deutschen anfingen zu brüllen, da bekamen sie so viel Angst, dass sie aus dem Versteck rauskamen. Das Schreien auf deutscher Seite war also einschüchternder als ein erfolgreicher, ein getroffen habender Schuss, der eine Verwundung ausgelöst hat. Ja, ich verstehe. Was jetzt Schuldgefühle angeht bei Deutschen,
Hier gibt es nur ein, zwei Ausnahmen, die da genannt werden in den Aussagen. Und das sind immerhin 160 habe ich ungefähr gehabt, die etwas klanglich hergeben. Insgesamt wurden, glaube ich, 300 Personen etwa interviewt. Und da ging es um einen Deutschen, der in Tränen ausbrach. Buchstäblich die Hände rang, weglief, wiederkam, nochmal in Tränen ausbrach. Das war bei der Vernichtung des Dorfes Borki im Rajon Malorita im September 1942. Denn diese Person kommt auch in einem deutschen Bericht über die Vernichtung jenes Dorfes vor. Das war sozusagen eine Person, die ein Mann, der tatsächlich Verzweiflung wegen der Vernichtungsaktion zeigte, direkt vor Ort. Und ansonsten die Effekte, die du beschreibst, die sind ja mit Verzögerung eingetreten. Darüber konnten die Überlebenden in den Dörfern, die die Deutschen ja nur in der Situation gesehen hatten und nicht eine Woche oder einen Monat hinterher, natürlich nichts aussagen. Dessen bin ich mal gerade bei dem Irmir. Jetzt sind tatsächlich zwei Fragen eingegangen. Soll ich mich um die mal kümmern? Ich sage ja nur ganz kurz, was ich mit dem Stress meinte, ich jetzt, dass die Täter selbst so unter Stress standen, nicht weil sie Sorgen vor Partisanenangriffen hatten, dass sie erst sozusagen Stress und Lautstärke ein Indiz dafür waren, dass sie noch nicht so professionalisiert waren, sondern mit der Situation gefordert, vielleicht teilweise persönlich überfordert waren. Allerdings glaube ich, dass es jetzt besser ist, auf die E-Mails einzugehen. Ich sehe dazu dafür so gut wie keine Anzeichen. Im Gegenteil, ich möchte noch auf einmal, wenn man einfach nur in ein Haus reingeht und sagt raus, dann ist das Routineverhalten. Und oft handelt es sich um Täter, die an vielen Dorfvernichtung beteiligt gewesen waren. Jetzt versuche ich mal einzugehen auf ein paar Fragen. Jetzt gibt es mittlerweile vier. Christoph Rast fragt, gerade denke ich an die Ex-Post-Erzählung der Täter, zum Beispiel in Verhören und Gerichtsverhandlungen, so wie gerade eindrucksvoll analysiert in der neuen Monographie von Omar Bartow. Dort sind die Szenen und vor allem die Täter fast immer beherrscht und still in der Selbsterzählung eben jener Täter. Wie würden Sie diesen starken Unterschied in der erzählerischen Bedeutung von Klang interpretieren? Und dazu möchte ich Folgendes sagen. Ich habe auch in mir vorliegenden Unterlagen zu den ja spärlichen deutschen Justizverfahren wegen der deutschen Partisanenbekämpfung in den besetzten sowjetischen Gebieten nachgeschaut. Und dort steht fast nichts. Und im Übrigen auch bei Tätern der Judenverfolgung, frühe Aussagen bis 1947 habe ich nur genommen, steht fast nichts über Klänge, weil die Vernommenen auch, um ihre sozusagen juristische, ihre Rechtsposition zu stärken und keine Strafe, um straffrei auszugehen, immer so getan haben, als wären sie weit entfernt vom Geschehen gewesen und als sei dieses auch nicht besonders brutal abgelaufen. Denn Grausamkeit ist ein Mordmerkmal nach deutschem Recht gewesen, ist es immer noch. Deshalb aber auch in den Vernehmungen zu den Nürnberger Prozessen, da gibt es quasi keine Klänge. Das ist klangfrei und das hat diesen Hintergrund, dass man das ja so ganz distanziert und wie etwas, das geordnet abgelaufen sei, darstellen wollte. Und es lief halt nicht geordnet ab, auch zum Beispiel nicht, wenn Juden in eine Gaskammer getrieben wurden. Das war ein sehr lauter Vorgang. Margarete Müller schreibt, haben Sie auch psychische Beeinträchtigungen, wenn Sie sich mit diesen grausamen Fakten beschäftigen? Ich kann oft nicht mehr einschlafen, immer muss ich an diese Schilderungen denken. Auch nach Besichtigungen von Gedenkstätten habe ich diese Schwierigkeiten.
Können Sie Abstand bekommen von Ihrer Arbeit? Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, ich versuche Abstand davon zu bekommen. Ob ich psychische Beeinträchtigungen erlitten habe, das ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin, um das zu beurteilen. Es hat vielleicht Auswirkungen auf die Persönlichkeit. Zum Beispiel ist meine Forschung nicht vertrauensstärkend. Jetzt gibt es weitere Zuschriften. Paula Oppermann. Sie sagten, dass vornehmlich Frauen über Klänge sprachen. Wurden bestimmte Klänge geschlechterspezifisch erwähnt? Und kann dies etwas über die jeweiligen Erfahrungen oder deren späteren Darstellungen des Krieges aussagen? Vielen Dank für die Frage. Ich sehe keine großen Unterschiede zwischen den Darstellungen von Männern und Frauen. Also wir sind jetzt auf der Ebene dessen, was Männer und Frauen etwa 25 Jahre später erzählt haben. Nicht auf der Ebene dessen, was Männer und Frauen für Laute ausgestoßen oder produziert haben in der Situation 1943 oder so. Es gibt ein paar kleine Variationen in der Erinnerung, aber nichts wirklich Umwälzendes. Ich kann Ihnen da über die Variationen könnte ich dann Ihnen dann noch per E-Mail schreiben. Das habe ich jetzt leider nicht alles aus dem Gedächtnis parat. Dann ist da Wolf Kaiser. Sie haben seine Frage lautet: Sie haben berichtet, dass sich die Vernichtung der Dörfer über einen ziemlich langen Zeitraum hinzog. Konnten Sie Veränderungen im Zeitverlauf auf der Opfer- und oder auf der Täterseite feststellen? Im Klangbild weniger. Es gibt gewisse Verschiebungen dahingehend, dass so in einer früheren Fällen von Vernichtungsaktionen zum Teil noch organisatorisch von der Seite der Mörder her Grubenerschießungen bevorzugt wurden. Das heißt, die Menschen wurden aus dem Ort herausgeführt und an vorbereitete Gruben geführt. Die wurden dahin geprügelt und dann dort erschossen. Später mehr direkt in ihrem Haus oder vor ihrem Haus erschossen oder in eine Scheune gesperrt oder in den Club des Ortes oder sowas und das dann angezündet. Aber dieses zweite Modell finden wir auch bereits Mitte 1942. Daher, ich sehe da keine grundlegenden Änderungen. Nein. Johannes Spohr fragt, mir sind diverse Schilderungen aus der Ukraine bekannt, in denen davon gesprochen wird, die Täter hätten Kommunikationsversuche von Einwohnerinnen der Dörfer strikt unterbunden beziehungsweise darauf mit weiterer Gewalt reagiert. Sind Ihnen ähnliche Schilderungen aus Weißrussland begegnet und wie interpretieren Sie dies gegebenenfalls? Ich habe versucht, das anzudeuten. Es gibt diese Kontaktversuche von diesen, ja, insbesondere, dass Menschen gefleht haben um ihr Leben. Aber nach den Aussagen aus Weißrussland wurden diese von den Deutschen in der Regel nicht mit Aggression beantwortet, sondern ignoriert. Und manchmal auch, ich habe da auf eine Stelle verwiesen, weggelacht. Allerdings gibt es auch Aussagen, wo es darum geht, dass Personen mitteilten, dass sie Verwandte
in Deutschland hätten oder dass sie arbeitsfähig seien. Und diese Personen, Männer oder Frauen, wurden dann zum Teil tatsächlich ausgesondert und manchmal, also öfter abgeführt zur Zwangsarbeit. Und in Einzelfällen wird auch davon berichtet, dass die Person ausgesondert worden sei und zu einer kleinen Gruppe gestellt worden sei, die ausgenommen worden sei und die überleben durfte, ohne zur Zwangsarbeit abgeführt worden zu sein. Aber meistenteils ist von Ignorieren die Rede, einem eher kalt erscheinenden Verhalten. Dann Barbara Hennig schreibt, aus den Berichten von Gisela Schwarze aus Münster, die als Lehrerin und historisch Forschende relativ früh zum Thema Zwangsarbeit gearbeitet hat und mit vielen Überlebenden in Briefkontakt stand, weiß ich, dass viele Überlebende erst in der letzten Phase ihres Lebens über die erlebten traumatischen Erlebnisse erzählten. Am Ende ihres Lebens kamen die Erinnerungen wohl hoch und wurden übermächtig. Haben Sie Ähnliches beobachtet? Eher nein. In dem Fall, das Material, auf dem jetzt dieser Vortrag beruhte, das waren Interviews aus den späten 1960er, frühen 1970er Jahren. Aber es wird dort auch erwähnt, dass oft die Interviewten diese Geschichte nicht zum ersten Mal erzählten, sondern sie schon, zum Teil schon oft erzählt hatten, auch zum Teil Journalisten schon erzählt hatten. Diese Pfeife hat schon viele vor Kameras gesehen, sagte, glaube ich, einer der Interviewten. Und aus den Aussagen zur Judenverfolgung, die ich durchgearbeitet habe, da geht hervor, dass ich habe nur solche bis ungefähr 1947 gemachte gesehen, weil ich der Ansicht war, das wird sonst möglicherweise beeinträchtigt worden sein, nämlich überlagert von Erinnerungen, verfälscht durch gesehene Tonfilme, Spielfilme. Nicht Dokumentarfilme, sondern Spielfilme. Deshalb nur frühe Aussagen, und es gibt halt so viele. Es gibt ja Tausende. Und die wurden auch keineswegs nur in dem rechtlichen Kontext gemacht. Ja, deshalb glaube ich, es ist ein schiefes Bild. Es gibt sicherlich Menschen, Verfolgte, die erst lange hinterher Aussagen machen konnten und Aussagen gemacht haben, aber es gab auch so viele andere. Und das betrifft auch die Partisanenbekämpfung in Weißrussland. Noch einmal Christoph Raas. Vielen Dank. Ich gehe dabei natürlich davon aus, dass die Klänge der Vernichtung von den überlebenden Opfern treffend geschildert werden und die Stille in den Tätererzählungen Teil der Ex-Post-Selbstinszenierung sind. Umso wichtiger und so weiter, diese Ausführungen zu dem Aspekt der Klanggeschichte. Aber selbstverständlich wurden auch, ich habe das schon eben erwähnt, in den Aussagen Texte hergestellt. Da werden Erzählungen gemacht. Die folgen bestimmten, auch literarischen Mustern. In diesen Interviews vielleicht nur zum Teil, aber so in frühen Aussagen überlebender Juden, gerade Kinder, das hört sich manchmal so ein bisschen an wie eine Detektivgeschichte, eine Kriminalgeschichte oder Ähnliches, ja, wie man da so verborgen lauscht und so weiter. Da wird Dramatisierung eingesetzt, wie in jeder guten Geschichte. Da wird auch versucht, eine gute, eine effektvolle Geschichte zu erzählen. Es ist nicht ungefilterte Realität, was in den Aussagen vorkam, ob nun über die Partisanenbekämpfung oder über die Judenverfolgung. Gero Wollgarten schreibt, wie sehen Sie die klangliche Gestaltung von Gedenkstätten wie Chatin? Wird durch das ruhige, gleichmäßige Glockenläuten ein falsches Bild vom dort begangenen Verbrechen erzeugt? Ich glaube nicht, dass das Glockenläuten ein Bild des Verbrechens
bieten soll. In dieser Gedenkstätte in Khatyn, das ist östlich von Minsk, in dem heutigen Belarus, Weißrussland, sind die vielen zerstörten, verbrannten Häuser des Ortes, der wurde im März 1943 niedergebrannt und die meisten Einwohner wurden ermordet, nachempfunden durch stilisierte Säulen, die die übrig gebliebenen Kamine darstellen sollen. Denn wenn ein Holzhaus, Bauernhäuser waren Holzhäuser, abgebrannt wurde, blieb meist nur der Kamin stehen. Und in jedem Kamin ist eine Glocke montiert. Diese Kamine sind an den Stellen der Häuser des früheren Dorfes, das nicht mehr existiert, wenn ich mich recht entsinne. Und die geben von Zeit zu Zeit unregelmäßig einen Glockenschlag, einen eher leisen Glockenschlag. Das soll, glaube ich, Gedenkatmosphäre schaffen. Das hat sicherlich Anklänge auch an religiöse Praktiken, Glocken, ja, christliches Gedankengut und Brauchtum und soll auch das Feierliche des Glockenklangs nutzen. Es gibt ja ein bekanntes und sehr gutes Buch, Die Sprache der Glocken, vom französischen Historiker Alain Corbin über Glocken im ländlichen Frankreich des 19. Jahrhunderts. Das ist wirklich erschöpfend über die Sinnbezüge und auch die sozialen, politischen und sonstigen Implikationen von Glocken, die man da bedenken könnte. Jetzt würde ich weitergehen zur nächsten Frage. Mirjam Adam, gab es im Sinne der Soundscapes noch andere typische Geräusche, Laute, die immer wieder auftauchten und für die Opfer und die für die Opfer charakteristisch für die Vernichtung wurden? Also Soundscapes, erstmal der Begriff sollte erklärt werden. Er stammt von dem kanadischen Pionier der Klangstudien, R. Murray Schäfer, eigentlich übrigens ein Musikwissenschaftler, aber auch ein Umweltengagierter und so weiter, der in den 1970er Jahren als einen Ansatz anbot, der sehr wichtig ist, und nachdem man alle Klänge an einem Ort berücksichtigen sollte, insbesondere auch Alltagsklänge, und nicht nur bestimmte herausgreifen, nicht nur über Musik, Hochkultur, nur über Radio oder sonst was sprechen sollte. Und dem folge ich auch. Ich halte das für einen sehr fruchtbaren Ansatz. Die typischen Geräusche, das sind eigentlich in erster Linie die Schüsse, in zweiter Linie die Fahrzeuge, die man sozusagen da hört von der deutschen Seite. Das Brüllen auch, würde ich aber dahinter platzieren. Als vielleicht von der Häufigkeit noch weniger. Und dann aber dominierend sind nicht deutsche Klänge. Dominierend sind die Klänge des Schmerzes, des Leidens und hinterher, während der Vernichtungsaktionen oder hinterher des Weinens. Die sind typisch. Und das ist das hat frappante Ähnlichkeiten. Insbesondere zu der Klanglandschaft, wenn man die Soundscapes jetzt ausnehmen will, in Hiroshima und Nagasaki zum Beispiel, nach den Atombombenabwürfen. Sehr ähnlich. Ich habe jetzt hier noch eine E-Mail vorliegen, das ist nochmal Herr Rass, falls noch Zeit ist, es ist noch Zeit, ich habe mir jetzt noch nicht das Signal gegeben worden, dass ich jetzt Schluss machen muss. Wenn Sie andere Schilderungen lesen, lieber Herr Gerlach, in denen die Agency bei den Opfern liegt, also beispielsweise bei PartisanInnen, die gegen die deutsche Besatzung kämpften, wie verändert sich, falls vorhanden, die Schilderung der Klänge, der Umgebungsgeräusche?
aber auch der selbst erzeugten Geräusche und der Klang der unterlegenen Täter-Gegner. Lässt sich etwas darüber sagen, das sich auf Material stützt, das nicht durch das heroische Narrativ ganz überformt ist? Ja, da bin ich etwas überfragt, da ich nicht viele solcher Aussagen gesehen habe, möchte aber an dieser Stelle verweisen auf das sehr gute, neuere Buch, ich glaube von 2018, von Mascha Cerovic, C-E-R-O-V-I-C, Mascha Cerovic, über die sowjetische die sowjetische und dabei schwerpunktmäßig die weißrussische Partisanenbewegung verweisen. Frau Cerovic hat ausgewertet zahlreiche Tagebücher aus der Zeit sowie Befragungen von Partisanen und Partisaninnen, die noch begannen während des Zweiten Weltkriegs und bis kurz danach anhielten durch, ich glaube, ein Team von Soziologen und Soziologinnen aus der Sowjetunion, die diese Erfahrungen sammelten und wo sicherlich mit Hilfe dieser Aussagen könnte diese Frage beantwortet werden. Ja, soweit vielleicht mal. Das muss dann genügen. Also nochmal Mascha Cerovic, der Titel des Buches ist ist nicht besonders gut, das Buch ist aber gut. Der Titel ist Les Enfants de Staline. Das Buch ist auf Französisch erschienen. Gut, das waren jetzt die E-Mails, die mich erreicht haben. Und soweit dazu. Ich möchte noch vielleicht als letzter Fragende eine kurze Frage stellen, bitte um kurze Antwort. Herausgehoben gab es so etwas wie Gesänge. Wir wissen aus Sobibor, dass dort bei den Transporten es so war, wenn sie aus den Niederlanden kamen, dass junge niederländische Mädchen an den Zaun gedrückt wurden. Sie sollten singen. Also wären im Hintergrund bereits ihre Eltern und in den Gaskammern ermordet wurden. Gibt es so etwas wie Zwangsgesänge verordnet, sozusagen, dass die Menschen einerseits erniedrigt und gequält wurden? Oder sogar Gesang als Täuschung? Hast du darüber etwas in deinen Unterlagen gefunden? Gar nicht. Kommt gar nicht vor und auch nicht Ähnliches. Überhaupt wird da ganz wenig gesungen. Es kommt zum Beispiel meiner Erinnerung nach auch gar nicht vor in diesen Aussagen, was in anderen Aussagen, zum Beispiel frühen Aussagen, die im Schwarzbuch über die Ermordung der sowjetischen Juden gesammelt wurden, ja, also Aussagen von 1944, 45, 46, dass Menschen kurz vor der Vernichtung die Internationale angestimmt hätten oder ein jüdisches religiöses Lied oder so. Die Internationale anstimmen wäre ja wieder so, ne, eine heroische, könnte Teil einer heroischen Erzählung sein, kommt meines Erachtens in diesen Erzählungen gar nicht vor. Und das ist bemerkenswert. Sondern es herrscht eine sehr, sehr nüchterne vernichtungsgetränkte Atmosphäre. Nein, es gab keine Versuche, Klänge zu übertönen. Es ging bei diesen Dorfvernichtungen auch weniger darum, als vielleicht in einem Vernichtungslager eine Massenpanik zu vermeiden. Es gab nicht große Gruppen von Hunderten oder Tausenden von Menschen, die gleichzeitig auf einen Platz gedrängt wurden, mehr oder weniger, oder in eine Richtung gedrängt werden sollten. Und deshalb vielleicht auch gab es andere Notwendigkeiten für Organisatoren eines Massenmords in einem Vernichtungslager wie Sobibor als in einem belarussischen Dorf. Ja, danke. Wie immer ist die Zeit zu kurz. Ich danke allen Beteiligten, vor allem
den regen E-Mail-Kontakten und Zuschriften. Da merkt man auch sozusagen, welches Interesse das trotz des leider der Form eingeschränkten Formats bringt, wie viele Kollegen daran teilgenommen haben. Danke also allen für Ihr Interesse und diejenigen, die es möchten und mögen. Sie können zum Nachhören, Nachschauen diese Veranstaltung noch 2 Wochen, wenn ich das richtig sehe, im Stream erneut abrufen. Danke für die Anregung und hoffentlich werden Sie auch bei den nächsten Veranstaltungen in dieser Reihe und im Haus teilnehmen. Ihnen und allen, er sagte, einen schönen Abend. Tschüss. Vielen Dank. So.